Ich erwarte natürlich, dass wir das Spiel gewinnen und Europameister werden. Und ich bin eigentlich frohen Mutes. Wir haben schon das erste Spiel nur mit 3 Toren gegen Spanien verloren. Da hat man gesehen, dass wir eine junge, unerfahrene Mannschaft haben. Jetzt haben wir schon 6 Siege, 6 Spiele mehr auf dem Buckel und sind als Team noch enger zusammengerückt. Und ich denke, dass wir den Spaniern etwas ganz anderes entgegensetzen zu haben als im ersten Spiel noch. Jeder will seinen Traum verwirklichen jetzt. Jetzt ist man nah davor und jetzt kann man den Titel holen, kann sich für Olympia qualifizieren. Das sind alles Sachen, wo jeder davon träumt. Und dafür werden wir alles geben und das Team wird alles geben. Und wenn wir zusammen unsere Leistung bringen, dann schaffen wir das auch. Es ist jetzt ein neues Spiel. Es ist Endspiel. Das ist einfach alles oder nichts für beide Mannschaften. Wir sind so ein bisschen in die Underdog-Rolle wieder. Das liegt uns ganz gut und ich habe ein gutes Feeling. Viel größer kann es eigentlich nicht sein. Also wir haben eigentlich gezeigt, dass wir ohne viele Erwartungen von zu Hause in dieses Turnier gegangen sind. Und wir haben gezeigt, dass wir eine Mannschaft sind und alles reinlegen, was wir haben. Das haben wir jetzt bis zum Schluss durchgezogen. Und die letzte Hürde wollen wir jetzt natürlich auch noch nehmen. Wir wissen, was wir im ersten Spiel falsch gemacht haben. Und da waren wir auch noch lange nicht auf dem Level, auf dem wir jetzt sind. Und wir werden alles in die Waagschale werfen, bis wir hier stehend auf dem Feld umfallen. Und dann hoffe ich, dass wir da das glücklichere Ende bei uns haben. Das ist schon eine richtig gute Mannschaft, gegen die wir hier das erste Spiel auch verloren haben. Und wenn sie es dann tatsächlich schaffen sollten, dann wären sie auch ein verdienter Europameister. Aber da wollen wir erstmal 60 Minuten Leidenschaft gegenstellen.